mache ich Pause und Play auf den roten. Auf den roten, genau. Weil das geht nicht, das ist peinlich. Der kann so nicht in die Kraftfabrik. Nachher noch zusammen in die Sauna? Nein. Weißt du welche? Ja, ja. Am Kabelzug. Mit Flachbank. Ja, ja. Richtig. Ich komm rein. Das ist Paletti. Alles super. Ich möchte zur Anmoderation machen. Ah, beginnt jetzt der Vlog? Der läuft schon. Ja, dann guten Morgen. Nein, Gino, diesmal vom Heringskanal hier. Den schlechtesten Fitness-YouTube-Kanal Deutschlands. Was macht denn der da? Da bist du immer durchsichtig. Den musst du besiegen, egal was kommt. Was ist das hier? Du kommst in meine Stadt mit Seiten auf Kontostand. Wenn mein Kontostand so hoch wäre, dann... Ja, du machst doch nichts anderes, Alter. Nee, Hartz IV. Oder was soll ich sagen? Das muss jetzt erstmal geändert werden. Ja, ab dafür. Auf Kontostand auf Arno Dübel. Ja, komm, hier, kannst reinreden. Achso, läuft schon. Ja, warte. Wo machst du dich, wo mache ich Pause und Play? Auf den roten? Auf den roten, genau. So. Das ist so peinlich, Alter. Thunfisch bekommt jetzt TÜV und wird in Jungfahrt. Richtig? Absolut. Ne Scheiß, mir war das sau unangenehm. Ich hab schon immer gedacht, der ist sau hässlich. Mach Komplettpaket bei ihm. Der ist Großbaustelle. Guck mal wieder. Guck mal, Katastrophe. Okay. Sophie macht das schon. Wir haben jetzt können wir den richtigen TÜV-Meister. Jetzt können wir den Vlog nennen, Thunfisch wird rasiert. Ja. Hast du Bart abrasiert? Ja, ja. Was? Das steht dir gut, die 3 Tage da. Digga, weißt du, wie lange ich für den 3 Tage Bart gebraucht habe? 3 Wochen. 3 Tage. Hast du irgendwelche speziellen Wünsche oder kann er machen, wie er möchte? Der soll machen, wie er will. Hast du gehört? Okay. Du kannst so machen, wie du willst, aber keine Glatze, bitte. Ja. Du gehst da drin richtig auf, ne? Ich bin Kameramann. Normalerweise nur im Schlafzimmer, aber heute im Friseur. Aber du baust dann auch dein komplettes Setup auf, so richtig. Mit Softboxen und so. Genau. Hältst du dann eigentlich selber oder machst du das mit Stativ? Stativ. Immer Stativ. Guck mal, du kannst machen, was du willst, Hauptsache das sieht am Ende vernünftig aus, weil das geht nicht. Das ist peinlich. Der kann so nicht in die Kraftfabrik. Das ist Verbot, weil wir gehen gleich Kraftfabrik, aber so kann der nicht trainieren. Mach auf jeden Fall Seiten richtig 0, okay. Minus 2. Nach innen soll gehen. Nein, mach Seiten komplett 0 mit Übergang, würde ich sagen, oder? Okay. Also wie kamst du? Hä? Kamst du nach hinten, zur Seite? Meistens zur Seite. Ja. Zur Seite. Also links? Von links nach rechts von mir aus. Maschallah, Thunfisch, Junge. Groß wie ein Mensch. Langsam überlegst du dir selber, ob du würdest, ne? Ob was? Ob du würdest. Niemals. Was ist mit den Seiten? Minus 5, Bruder. Minus 5, einmal Seitencheck. Digga, geht nach innen. Die Wurzel geht jetzt nach innen. Mal richtig viel, damit richtig brennt. Gib mir mal so ein paar Klatscher, wie in Türkei. Und du machst das falsch. Hast du heute was? Halt mal kurz für mich. Warte, Bruder. Was wird das? Komm her. Zufrieden? Katastrophe. Und was wird das jetzt? Es teilt mir die Nukus. Bisschen Föhn. Bisschen Föhn. Du bist auch nicht eitel oder so, ne? Nein. Natürlich nicht. Heute wieder leise unterwegs. Ja. Was machen wir jetzt? Trainieren? Nein. Du hast natürlich dein Essen vergessen oder irgendwie sowas, ne? Ja. Aber du hast einen Mass-Gainer-Shake dabei. Ich habe einen Gainer-Shake dabei, ja. Was ist da drin? Also da. Selbst gemacht oder? Nee, das ist der von ESN. Der ist tatsächlich ziemlich gut. Da ist auch, glaube ich, Reismehl drin, oder? Da ist Reismehl, da ist Hafermehl drin. Der ist richtig gut geworden. Der alte war nicht so geil, aber die haben ihn irgendwann mal geupdatet. Ich war echt surprised, wie gut der ist. An der Stelle kannst du auch direkt mal ein Placement machen. Ja, bekommt ihr mit meinem Rabattcode im ESN-Shop oder mit deinem. Richtig. Den eh keiner benutzt. Nimm den, weil deine Community, die sind, glaube ich, eh alle so lauchig unterwegs. Können die so einen Mass-Gainer gebrauchen. Gehen wir Arme trainieren. Dann gehen wir Arme trainieren. Und dann das Verhör. Perfekt. Sonne scheint, Samstag, schöner Tag. Schöner Tag. Und du siehst jetzt auch schön aus, jetzt keine Blamage mehr mit dir hier rumzufahren. Und nachher noch zusammen in die Sauna? Nein. Halt die Fresse. Machen wir uns erstmal auf in die Kraftstation. Der William ist schon oben pissen. Und dann gibt es gleich Arme. Hoffentlich. Wasser, Booster. So. William. Grüß dich. Grüß dich. Guck mal nach, schwenk mal nach oben, Kälzer auf.
Was? Das ist von der Dennis Wolf. Da warst du noch in Form. Da war ich noch in Form. Wir trainieren jetzt Arme. Du nimmst hier dein Gedöns, ne? Was gibt's heute Schönes? Crankbahn Pro. Ich hab grad Nitro X gesoffen. Hier ist Cluster, ein bisschen Glutamin drin, ein bisschen Kreatin. Ich hatte gerade Nitro X, aber ich muss mal kurz warten, halb Stunde, weil ich trinke so einem Liter Wasser, ein bisschen Kreatin drin, kurz chillen. Ich trinke jetzt hier noch einen Espresso und dann geht's los. Butterfly im Panzersystem, asoziale Ausführung vom Sportwissenschaftler. Chris, neues Video. Bist du nicht dieser William? Kann ich gar nicht Autogramm haben? Nein. Bisschen laut Musik, deswegen denke ich mal, machen wir nur ein paar. Ich kann die Mucke jetzt hier nicht ausmachen, ist alles draußen. Gut, kann doch einfach schreien. Wir machen ein bisschen Bizepsmaschine. Das Feinchen haben wir auch gerade beim Friseur getroffen, der Besitzer von der Kraft. Jo, alles klar? Jo, dann bei dir? Super, wir machen Arme. Machst du mit? Nee. Die kennst du noch, ne? Ja. Jedes Mal, wenn ich Arme trainiere, muss ich dieses Schild zeigen, Digga. West Germany. In Essen. Da gab es noch Westen und Osten. Ja. Tja, also komm, ran da. Hast du da schon aus dem Fenster geguckt? Nein, aber in dem anderen Raum, in dem Beineraum. Hier noch tatsächlich, aber Beineraum tatsächlich da hinten sehr, sehr häufig. Vor meiner Reactor-Zeit, als ich noch ordentlich Beine trainiert habe. Jetzt mittlerweile geht das ja nicht mehr. Arthrose im Knie, Knie gefickt, ihr wisst. Ja, macht man halt Men's Physik. Richtig, zusammen mit dir. Stell mal vor. Badehose. Du würdest mich kaputt machen. Ich hab scheiß Bauchmuskeln. Ja, aber du hast Schultern und ich nicht. Und Arme. Nein, das Armwackeln kommt dir nur davon, weil du Latt rausschiebst. Pumpe ist gut? Brutal. Zweiter Arbeitssatz, Arme platzen, Alter. Gleich für dich klar, wenn der Trizepspump noch zustande kommt. Und danach ab in den Club. Dann hast du einmal Hähnchen, einmal Kalb. Mit alles. Dann siehst du halt aus wie ein Lean Bulker, ne? Wow. Das ist eine Rarität, das weißt du, ne? War das Freier Rarität? Kabelturm, wo kein 16-Jähriger dran ist, der Mario Müller Rose macht. Das gibt's nur hier. Mach Unterleitnerwinkel, ne? Hä? Mach Unterleitnerwinkel. Ja, Unterleitnerwinkel. Skispringer William. Was machen wir jetzt gleich? Wir machen jetzt gleich berühmte Markus Rühl Bizepsübung. Weißt du welche? Ja, ja. Am Kabelzug. Mit Flachbank. Ja, ja. Richtig. Das ist ein Quatsch. Habt ihr auch lange nicht mehr gemacht. Du? Simon. Letzte Scheiße, Alter. Ich hab so ein Brother-Video gesehen. Wir machen jetzt Hammerkölz aufgelegt. Stimmt. Du weißt, was ich meine. Ja, habe ich auch gesehen in dem Video. Ja. Das macht Kopf. Einarmig dann, ne? Ja, aber da brauchen wir schon eine Reaction vom Brother drauf. Macht eh nicht. Liebe Grüße an Dr. Professor Brother für diese Wahnsinnsübung. Oh. Ich krieg nichts mehr hoch, Alter. Mein Arm ist voll. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Boom. Ich trainiere mit William Arme gerade. Ihr habt gesehen, ich habe mit Chris Arme trainiert. Schreibt mir in die Kommentare, mit wem ich am nächsten Arme trainieren soll. Ob was? Mit wem ich als nächstes Arme trainieren soll. Ach so, du bist der Armspezialist bald. Ja, also wenn ich einen dicken Arm habe, so in einem halben Jahr, dann wisst ihr, wo das gelegen hat. Aber der ist bei dir sehr ausgeprägt, Digga. Das ist der Wichsmuskel. Ich weiß. Ja, Pornhub Premium seit 2014.
komplett asozial. Wenn man den Alltag so aussehen würde, die ganze Zeit, dann würde ich nicht mehr trainieren. Würde reichen. Aber dann ist das nach einer halben Stunde gleich wieder weg. Musik fadet gerade aus, wir machen jetzt noch letzte Übungen ein bisschen am Trizeps und dann gibt's einfach höher. Auf deinem Kanal. Dann geht's in meine Garage, da wirst du jetzt mal auseinandergenommen. Wir müssen doch gleich Formcheck drehen. Formcheck machen wir auch noch. Im Anschluss jetzt direkt. Machen wir sofort. Perfekt. Ja. Posing ist dementsprechend durch. Findet ihr bei William auf dem Kanal, wie er über meine Form nochmal drüber guckt. Wir sind hier mit dem Armtraining durch, wir sind mit dem Posing durch. Ihr solltet alle den Kanal abonnieren, damit ihr das alles nicht mehr verpasst. Checkt auch gerne den Kanal von William aus und wir sehen uns dann im nächsten Video. Habe ich sonst noch irgendwas vergessen? Folgt mir gerne auf Instagram. Da bekommt ihr noch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen und regelmäßige Form-Updates und alles Mögliche. Von daher, es lohnt sich. Es lohnt sich. Hier ist in der Videobeschreibung verlinkt.